Let me answer the first question first. If Germany, if Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Sehr klar sagen, wir haben uns intensiv vorbereitet darauf, dass wir die notwendigen Sanktionen konkret ergreifen können, falls es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt. Und das ist ja notwendig, dass wir das tun, damit auch von Seiten Russlands klar verstanden wird, dass es harte, weitreichende Maßnahmen geben wird. Es gehört dazu, dass wir nicht alle auf den Tisch legen, weil es notwendig ist, dass auch von Seiten Russlands verstanden wird, da könnte noch viel mehr passieren, als sie sich vielleicht selber ausrechnen. Aber es ist gleichzeitig klar, dass wir gut vorbereitet sind. Es werden weitreichende Maßnahmen sein. Wir werden sie gemeinsam mit unseren Alliierten ergreifen, gemeinsam auch mit den USA. Und wir werden diese Schritte, auch alle notwendigen Schritte ergreifen. Und Sie können sicher sein, es wird auch keine Maßnahmen geben, bei denen wir unterschiedlich agieren, sondern wir werden da einheitlich und zusammen auftreten. And possibly this is a good idea to. Vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, dass wir uns an unsere amerikanischen Freunde wenden. Wir stehen vereint. Wir unternehmen alle notwendigen Schritte und alle von uns tun das gemeinsam. Will you commit today to turning off and pulling? Und werden Sie heute diese Verpflichtung eingehen, Nord Stream 2 zu beenden? That we are. Wie ich bereits gesagt habe, wir stehen da zusammen. Wir sind absolut einer Meinung hier. Wir unternehmen die gleichen Schritte. Wir werden eine harte Reaktion gegenüber Russland fahren. So, jetzt Sie sind dran, Herr Bundeskanzler. Ja. Michael Fischer, dpa, vielen Dank.